So, und hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play The Crew Part Nummer 2. Wir hatten vor die Fraktionsmission. Die war, hier war, oh, okay, ich habe hier gerade noch irgendwie was. Komm hier, noch kurz Geld einsammeln. Es war hier. Genau, rutschen und gleiten. Jetzt gerade keine Lust zu. Unter 10 Minuten, Stunde 50, genau das wollten wir machen. Nur ich wollte jetzt mal kurz einmal noch die Fraktionsmission einsammeln, auf die ich meine Freunde geschickt habe. So verdient ihr nämlich noch ein bisschen Geld nebenbei. Ist mal gar nicht so schlecht. Und ich muss mal kurz die Games mal ein bisschen leiser machen. Weil man mich letztes Mal kaum versteht hat. Versteht halt irgendwas alles für eine Scheiße. Ne? Okay. Das war ziemlich knapp. Ah, ich denke mal, so sollte es reichen. Option speichern. Gut, stehen wir hier. So. Ja genau, ich wollte noch kurz das Geld einsammeln, wie gesagt. Und ja. An dieser Stelle wollte ich nochmal kurz noch einen Freund grüßen, den Ono, der mir heute ein Profilbild erstellt hat für diesen Kanal. Auf jeden Fall großes Dank an ihn. Echt richtig korrekt von dir, Digga. Und ja. So, genau, ich wollte das Rennen machen. Ich hab. Nee, das war das. Komm. Nee, ich komme mit dieser scheiß Karte nicht klar. Rutschen und Gleiten Performance mit dem BMW Z4. So. Ich auch gerade erst nach Hause gekommen. Dann habe ich mich einfach mal direkt an die Playsee gesetzt und einfach mal gedacht, nimmst nochmal den zweiten Part auf. Wie du es deinen Abonnenten versprochen hast. So, jetzt bin ich mal gespannt hier, was uns jetzt hier erwartet. Auf jeden Fall hier im Schnee, ziemlich chillig. Ist ja hier so mit Bentley. Eine Viper fährt hier auch nicht. Vorne habe ich glaube ich gerade noch zu lange in der Stelle, so wie auch noch. Da haben wir dann bei Abziehen hier Bentley. Er zieht ja wie Abziehen, wenn es kommt. Ein SLS fährt noch mit. Ein Vantage und auch noch eine 80. Und vorbeigezogen. 10 Checkpoints. Jetzt das Rennen eigentlich. Ich hätte es jetzt endlich länger eingestellt. Alter! Ich glaube, ich weiß nicht. Ich hab. Alter, ich bin nicht so viel. Scheiß Straße. Oh, Scheiße. Ja, scheiß drauf, benutze ich einfach bei diesem. Irgendwie so. Dieses scheiß Feature. Ist ja schwach hier, ich weiß nicht, irgendwie. Okay, ich starte es nochmal neu. Also. Keine Ahnung, was gerade mit meinem BMW los ist. Ich glaube, ich stelle das Ding doch mal lieber auf Fahrhilfen an. Weil auf Schnee wirklich. Nein, ich versuche es jetzt gar nicht. Ja, also eine Mission da auch im Schnee. Ich glaube, ich habe die gefühlte 1000 Mal neu gestartet. Ne, ich war es, glaube ich, nur so 9 Mal oder so. Und ja, starten wir den ganzen Kack hier nochmal neu. Mal gucken, ob wir jetzt diesmal ein bisschen besser fahren können, denn ja. Die Lackierung von BMW irgendwie gerade fucking ist. Ich weiß nicht, wieso die drauf ist. Ich glaube, stimmt schon. Meine Schwester hat das letztens gezeigt und sie meinte nur, packen wir das Design drauf, das sieht geil aus. Na gut, tust du eine kleine Schwester noch gefangen. Ja, sie ist mit Fahrhilfen kommt sie schon viel, viel besser weg. Ja. Also, das ist vorhin noch ein Sonnenschild. Auch da ein bisschen der Kugel gespielt. Ja, war eigentlich ganz chillig. So, jetzt versuchen wir wieder ranzukommen und ich kann wieder richtig grottenschnell. Ah, da sind Freunde hier. Und der SRS. Zack. Der Master ist auch auf. So. Und jetzt haben sie die ersten beiden. Die sollten für uns eigentlich auch kein Problem werden, außer ich fahre jetzt richtig scheiße und quetsche euch hier den nächsten Leitplanker rein. Das Problem ist in dem Spiel wirklich, wenn du die Kurve einmal komplett falsch fährst, dann drückt er dich bis zur Leitplanke und wenn du selbst an der Leitplanke bleibst du kleben, als wären da Magneten dran. Dann kommst du wirklich richtig, richtig schwer weg. Naja, und hier nochmal Entschuldigung für die Soundqualität, da ich aktuell noch kein richtiges Headset habe. Ich habe jetzt irgendwie ein Gamma-Headset und irgendwie ist das wirklich Müll und ich entschuldige mich nochmal. Ich brauche dem jetzt einfach mal ein bisschen Geld investieren dafür. Also wie fahre ich denn hier gerade? Na, ja, scheiße. Ich hab das doch wieder scheiß Bentley. Ja.
muss ich Lager noch an. Das wollte ich dann alle von mir machen. So, hier. Oh ja, schön. Zieh BMW. Zieh, ja. Ja, und jetzt habe ich das Ding einfach mal auf Highspeed getestet. Der fährt so knapp um die 400. Und sogar nicht sogar noch mehr. Das ist irgendwie übelst krass, keine Ahnung so. Aber irgendwie hole ich gerade richtig krass schnell auf. Keine Ahnung so. Ich fahre jetzt gleich dahin. So, und irgendwie, ja. Die sind erstmal weg. Boah, wie so geil sich das an, halt dann runterschalten. Aber ich muss auch 300 um die Kurve fahren. Und das ist nicht ganz so gesund. Und jetzt raus und direkt wieder schnell. Einen schönen Jump und komm, außen abfahren und innen rein. Come on! Ja, schön. Ah, nicht auf Schnee, nicht auf Schnee. Sobald du auf Schnee kommst, hast du verloren. Ja, wo kommt der denn so schnell her, Mann? Zur Hälfte, deine Hälfte ist man so scharf. Zu sehr gebremst. Scheiße. Scheiße. Ja. Verpiss dich. So, da war ein Elch. Der ist jetzt tot. Der liebe Herr Lambo-Fahrer hat ihn gerade mal so kurz. Nee, nichts, der nichts. Ein kurzes Genick gebrochen. Ja, wie fahr ich denn hier gerade? Ja, scharf. Oh, wie oft sagt man die Scheiße? Ich soll das mal lassen. Ich muss mit lernen. Da kein Bock drauf. Und gleich. Gar keine Lust. Morgen Französisch-Test. Ohne fühle dich an dieser Stelle mal wieder gegrüßt. Morgen mit ohne schön Französisch-Test schreiben. So schwer ist es auch nicht. Das sind ein paar Vokabeln, 4-5 Vokabeln und 4-5 nicht. Wir sind aus 20 Vokabeln. Nicht ganz so schwer, setze ich gleich noch rein. Ich bin nicht sicher, was ich dann dieses Gameplay hier in Fuß lang. Aber wie viele Sprünge an den Himmel mit Tunneln sind hier, das ist voll geil. Oh, 300 auf Eis ist das fertig. Ah, da ist die 100 Leitplanke. Ich hasse das, bevor wir die Strecken an. Da fahre ich schon wieder geländert, wenn ich mit Raum ins Wagen gehen kann. Also, das ist, verträgt sich nicht gut. Dann überlegen, ob ich mir den auch den Alpha 8C hol. Ich finde den irgendwie von der Optik her irgendwie richtig, richtig geil. Keine Ahnung so, aber irgendwie finde ich den übelst geil. So, boah, hab ich ihn richtig hochgenommen. Jetzt 270 die Kurve hoch und die Leitplanke rückt näher. 2,5 Kilometer. Alter, wie weit sind die Checkpoint auseinander? Ja, aber noch sowas. Ich bin das längste Rennen mit 2 Kumpels gefahren. Dieses 4-Stunden-Rennen Sehenswürdigkeiten-Tour in Las Vegas beginnt die, glaube ich, hat einmal komplett über die ganze Nacht und da fährt man an allen Sehenswürdigkeiten vorbei und das dauert so irgendwie 4,5 Stunden. Aber irgendwie, keine Ahnung, wir haben 3,5 gebraucht. So, das ist aber die ganze war echt geil. Also war ziemlich unterhaltsam, witzig. Und ja, dann sind wir dann halt gefahren. Und bei 3 Stunden und 25 Minuten, glaube ich, waren das. So, Host Migration. Es sind nur noch 2 Checkpoints zum Ziel. Ich dachte mir so, ja gut, wenn du das dann abschließt, kriegst du auch ein Achievement. Und das wollten wir halt unbedingt alle haben. Und das hat er dann, das haben wir dann halt gemacht. Und dann kurz vor Schluss, Host Migration. So, gut, geht er raus. Gut, oder vielleicht ist er rausgeflogen. Nein, genau, was passiert? Ich flieg aus der Runde raus. Ich guck einfach stur auf den Bildschirm. Das hätte man mir echt aufnehmen müssen, wie mein Gesicht aussah. Ich guck einfach nur stumpf auf den Bildschirm und denke mir so. Ey, nee, aber irgendwie habe ich mich überhaupt nicht aufgeregt. Ich war einfach, keine Ahnung. Ich habe einfach nichts gemacht. Ich habe einfach innerlich geheult, aber keine Ahnung. Das war richtig, richtig ärgerlich. 3 Stunden für den Arsch. Für gar nichts. Nein, gar nichts. Wirklich überhaupt gar nichts. Irgendwie stand hier ja bei der Fahrer-ID, das ist hier, genau, neue Tuning-Kits. Was, neue Tuning-Kits? Hallo, ich will das sehen, hallo. Nee, ich will nicht zu Uplay. Ja, neue Funktionsmissionen, Slip and Slide, ich glaube, das war das, was wir gerade gefahren sind. The Hurricane, Vertigo, was ist das hier? Neues Fahrzeugpaket, neue Tuning Kids, neue Fraktionsmission, neue Aufkleber. Neue Aufkleber?
Aber ich habe mir das nicht genauso, nicht so genau durchgeguckt. Ich habe mir das einfach mal kurz, ich habe es einfach mal kurz überflogen. Und dann war es das eigentlich auch so gut. Naja. Na gut, aber die Teile gucken wir uns dann im nächsten Part an, würde ich so sagen. Hier, lass mal nochmal kurz stehen. Schicken BMW durch die Gegend fahren. Shelby GT500, 67er. Auch richtig geiles Auto, wollte ich mir auch schon öfters kaufen, wenn das Geld dazu reichen würde. Naja gut, dann lasst doch ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Oder naja gut, besser gesagt, lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert und abonniert für mehr Leute, ne? Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part. Ciao.